Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Game Edition und wir sind noch auf der Wasserroute. Nein, und ich habe keinen Schutz mehr. Ach egal, du bist gar kein Problem. Ach, ich habe keine Lust gegen dich zu kämpfen. Ja, wir setzen wieder einen Superschutz ein, weil ich da keinen Nerv drauf habe, irgendwie gegen so ein beschissenes Mistvieh antreten zu müssen. Gut, wir gehen weiter und kämpfen. Suchen uns noch ein paar Trainer, wenn wir noch welche finden. Ah, da haben wir noch einen. Sehr schön. Wir werden jetzt bis zur Seeschauminsel spielen. Dann fliegen wir nach Alabastia, schwimmen ein Stück raus, werden dann da noch einmal angeln, fangen uns da dann halt noch ein Pokémon und dann machen wir die Trainer noch auf dem Weg zur Zinnoberinsel und von da aus wieder zur Dingsbumsens hier, Seeschauminsel. Dann haben wir die Routen auch fertig und dann können wir uns komplett auf Sabrina konzentrieren, die böse, böse Psychoanalytikerin. Nein, ich meine natürlich Psychofrau, Schrägstrich, Simsala, Abracadabra, Tussi, bla. So, halt und so. Sehr schön. Aber vorerst müssen wir hier noch ein paar Trainer besiegen. Das heißt, dieser Part wird wahrscheinlich komplett draufgehen, nur für die Trainer. Heißt, wer keine Lust hat auf die ganzen Trainerkämpfe, überspringt diesen Part. Und wenn ich noch keinen neuen Part hochgeladen habe, müsst ihr halt einen Tag warten. Ja, so spielt das Leben, c'est la vie. Man kann nicht alles haben, das Glück, den Sonnenschein. Ab und zu muss auch mal Regen sein. Das sagte meine Oma schon. Ja, nee. Ah, was habe ich denn jetzt gemacht? Ups. Entschuldigung. Ja. Das war nicht beabsichtigt, da bin ich wohl auf die Windows-Taste gekommen. Kann ja passieren. Und solche Fails machen das ja gerade interessant. So, auch die sieht aus wie ein Kerl, aber war eine Sie. Witzig. So, noch einer. Ich habe schon gesehen, da ist die Seeschauminsel. Ah, was mache ich denn da? Ach, egal. Geowurf macht Sepa Palat. Dönerblitz. Ende. Simon. Dönerblitz. Ente. Ente gut, alles gut. Und tschüss, Mann. Mann, wie viele hatten der? So, wir bewegen uns weiter und da sind die vier. Oh, Schutz wird nicht mehr. Okay, machen wir gleich neu. Neu ist immer besser. So, und weiter geht's. So, dann schauen wir mal. Item. Karte. Route 20. Ich will aber wissen. So, Fuchsiana City. Route 19. Ah, ich hätte das Tentara fangen können. Seeschauminsel, Route 20. Dann kann ich hier noch ein Pokémon fangen. Gut, dann wollen wir doch gleich mal angeln. Und ich hoffe, wir angeln etwas Wunderschönes, etwas Geniales mit der Superangel. Ist etwas angebunden. Ein Tentoxa. Ey, ist das dein Ernst? Ich will extra kein blödes... Dönerwelle. Wenn du Geowurf überlebst, fange ich dich. Sehr schön. Vergifte mich nicht, ich warne dich. Gut. Item und hier kommt... Oh, ich habe keine Bälle mehr. Ach doch, hab ich nicht welche gefangen? Gefangen. Gekauft? Tentoxa! Ja, eine Qualle. Dieses Pokémon verfügt über mehr als 80 Tentakel. Es umwickelt seine Beute und schwächt sie dann mit Gift. Möchtest du Tentoxa einen Spitznamen geben? Ja, wir nennen dich Grabscha. Er hat 8 Arme, also ist er ein ganz schöner Grabscha. Witzig. Ja. So, meine Tastatur ist auch schon ein bisschen älter, so wie ich das sehe. Weil die hakt zwischendurch mal so ein wenig. So. Grabscher! Sehr schön. Wir können noch ein Pokémon fangen. Und zwar in der Seeschauminsel. Hyperbälle haben wir ja. Sehr gut. Hä? Das ist nur eine Trainerin? Das ist ja ziemlich sinnfrei. Na, okay. Erstmal rein da. Mal gucken, was wir kriegen.
Schutz wird nicht mehr. So, und jetzt geht's los. Und wir... Ey, in Pokémon Kristall hätte ich auf jeden Fall ein Zubat mit ins Team genommen. Aber in Pokémon Gelb, in der Zubat nur zu einem X-Bug wird, habe ich da echt gar keinen Nerv drauf. Naja, wir brauchen ja auch noch Opfer, falls Pikachu nochmal drauf geht, ne? Zubat. Nennen wir dich einfach Batman. Aber nicht Bat wie die Fledermaus, sondern Bat wegen doof und so. Hallo. Ja. Sehr schön, haben wir zwei Pokémon neu gefangen und wir gehen wieder raus. Ey, ich hätte auch einen Krabby finden können, ne? Das ist ja mal der Oberhammer. Ich setze jetzt erstmal wieder Ali ein. Diese Wasserrouten nehmen meine Pokémon ziemlich in Anspruch, würde ich mal sagen. Ankatrine, mach mal Surfer. So, du bist auch noch dran. Du hast einen Golking. Golking, Golking. Bam, Ente im Kelente. So, das war sehr, sehr fix so und ja, genau, Remo. Remo fliegt mich mal nach Alabastia. Da gehen wir es mal bei der Mutti heilen. Bla, 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 bla. Ja, danke und tschüss. Ja, da haben wir auch schon bald alle Routen ausgeschöpft mit Pokémon-Fang. So, jetzt wieder ein Schutz-Item. Superschütz. So, und jetzt surfen bitte. Bitte surfen. So, und hier können wir wieder angeln. Und wir nehmen dafür... Welche Angel nehmen wir denn? Die Super oder die Profi? Nehmen wir nochmal die Profi. Und wir fangen ein Goldini. Ah, Level 10. Ich nehme nicht mehr die Profi-Angel. Das ist ja mal der absolute Oberkack. Das ist doch totale Verarsche. Mann, ich wollte einen Stern, du. Alter. Jetzt bleib auch drin. Werde ich nicht so... Hallo, das ist ein Hyperball. Mann. Ja. So, gleich haben wir kein... Ach, ich wollte gerade sagen. So. Goldini, Goldfisch. Zur Paarungszeit strömen ganze Schwärme dieser Pokémon in die Seen und Flüsse, um Eier zu legen. Und wir nennen dieses Pokémon Nemo. Ich weiß, es ist kein Clownfisch, aber es ist ein Fisch. Und es bleibt auch ein Fisch. So, und weiter geht's. Auf zur Zinnoberinsel. Da wartet Pampyro auf uns. Nein, natürlich Pyro. Pyro! Der alte Feuermacker. So, das ist kein Problem für unser Ali. Ali ist so overmächtig gegenüber Wasser. Da gibt es keine zweite Meinung. So, halt und so. Ja, oh Gott, ist das ein abwechslungsreicher Kampf. Hey, und reicht Level 44. Super. Mann. Ein Pikachu hat einige Trainer platt gemacht, hat noch nicht mal Level 44 erreicht. So, aber ich will tauschen. Wir tauschen dich nämlich gegen Nami. Oder? Ja, nehmen wir Nami. Ja, Irina ist im Moment ein bisschen fehl am Platz, weil das nur Wasser-Pokémon sind. Und ich möchte sie auch nicht unnötig riskieren. Oh Gott, ein Carpador. Hatte nur Carpador. Leute, ich schneide den Kampf raus. Bis gleich und ciao. So, da sind wir auch schon wieder. Und erklärt mir mal bitte, wie kann man 6 Carpador im Team haben? 6? Ich meine, alle Level 27, das hätten 6 Garados sein können. Ich meine, Pikachu, klar, der hätte damit kein Problem gehabt. Aber wenn ich jetzt kein Elektro-Pokémon gehabt hätte, dann wäre ich ziemlich im Arsch gewesen, wenn das alles Garados gewesen wären. So, dann machen wir dich noch eben. Ah, nicht Geowurf. Ja, jetzt machen wir das nochmal. Egal. Oh, Level 44 und wir wechseln zu... Ankatrine hat keine normale... Doch, Psychokinese, ja. Ha! Super Attacke und besonders, das ist ein Gift-Pokémon. Tentoxa und deswegen ist das sehr effektiv. Hallo. Ja. Der gute alte Wickel. Und vergiftet. Oh! Aber ich habe so viel KP, da dürfte das eigentlich nicht problematisch werden. Tauschen mit Rollmops. Rollmops macht das eben. So, es stört mich nicht, dass du hier schwimmst, aber... Ja, Buddy Slam, weg. Und noch ein Tentacher und Buddy Slam, weg.
Und noch ein Tentoxa und Buddies. Buddies Slam weg. So. Ja, sehr schön. Da Irina immer nur ein KP verliert, ist das nicht so schlimm. Schlimm. So, was hast du? Ja. Gib noch mit deinem blöden Stern nur an. Arschkrampe. Weg. So, was haben wir noch? Oh, ein Shillock. Geil. Shillock ist so genial. Der Sprite sieht kacke aus, aber Shillock ist der Hammer. Also Shigi ist ja allgemein ein Hammer, ne? Er ist Hammer. Wie er sich bewegt in dem Outfit. Hammer. Einzigartig. Unglaublich Hammer. Hier ist die Zinnoberinsel. Da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen erstmal nach oben. Gucken, was wir noch für Trainer finden. Buddy Slam, bam. Und tschüss. Und ein Tentacher. Und wir machen Buddy Slam. Ja. Tschüss. Ein Seemon. Und Buddy. Räumops ist echt so langsam. Hey, Level 44. Sehr schön. Und wir gehen weiter. Da haben wir noch einen Trainer. Da oben ist auch noch einer. Ich glaube, der hat Vogel. Pokémon. Vogel. Ich will meinen Vogel. Meinen Vogel. Nicht irgendein Vogel. Ja, ja. Iron Man 2. Habe ich ja schon mal erwähnt. Toller Film. Absolut toller Film. So, ihr beide werdet auch neben platt gemacht. Redet von Fischen, aber hat eine Muschel. Sogar zwei Muscheln. Auch die ist... Oh. Ja, okay. Ostos hat eine super Normalverteidigung. Ja, Trainer können sehr langatmig sein. Aber es ist ja bald vorbei. Ein Goldini. Und dagegen setzen wir Erdbeben ein. Bam. Und tschüss. So, und weiter auf der Wasserroute. Und wir setzen Surfer ein. Wie viel KP habe ich noch mit Irina? Moment, da. Ah, ne, nicht Irina, ich meine Anketrine. Oh, 133. Schutz wird nicht mehr. Dann wollen wir doch gleich einen neuen aktivieren. Und das ist auch der letzte. Nein, ich muss neue kaufen. Wollt ihr kämpfen? Ne, euch hatte ich schon, ne? Ah! So. Ne, das war's. Gut. Speeden wir ab zur Zinnoberinsel. So, da wären wir auch schon. Und wir können hier noch ein Pokémon fangen. Entweder ich hole mir jetzt ein Kabuto. Relativ cool. Kabutops ist genial. Aber ich möchte lieber in dieses Haus gehen. Ich weiß, ich kann da richtig Pech mit haben und richtig auf die Schnauze fliegen, aber ich will das wohl. Aber erstmal gucken wir, was ich hier für Pokémon tauschen könnte. Willst du dein Enteron nicht gegen einen Rizeros tauschen? Würde ich gern, aber ich habe kein Enteron. Was haben wir? Mondbergsetzer, das Fossil gefunden, bla bla. Den haben wir da getroffen. Dem haben wir das ja abgezogen. Besitzt du ein Fukano? Willst du es gegen Yugong tauschen? Never. Wenn ich Fukano hätte, würde ich dir das niemals geben. Schutz wird nicht mehr. Mal wieder. So, Evolu kann sich bla bla bla. Bla 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 bla. So, die wollen nichts tauschen. Das war's. Also könnte ich mir mein Kabuto holen. Aber ich will gar kein Kabuto. Also ich will schon ein Kabuto, aber ich will auch ein anderes Pokémon. Ich könnte ja, wenn ich Glück habe, könnte ich sogar ein Fukano fangen. Aber nur, wenn ich ganz viel Glück habe. Aber so viel Glück hatte ich ja bis jetzt noch nicht. So. So, Daumen gedrückt. Weiter geht's. Und wir kriegen ein Radikal. Radikal. Wenn du überlebst, fange ich dich. Tja, manches Radikal. Oh, Zeitverschwendung. Ratzfratz. Mann, ich hätte auch einen Slimer kriegen können. Alter. So, wir müssen uns wieder mal beeilen, sonst haben wir wieder zu... es ruckelt. Ja, ja, Tür ist verschlossen, das weiß ich schon. So, dann lass mich mal surfen. Mit Anketrine. So, und wir haben ein... Ach, ich habe vergessen, Schutz einzusetzen. Level 5. Bitte. Mit sowas gebe ich mich doch nicht ab. Anketrine an erster Stelle. So, Item und Top
Schutz. Und weiter geht's. Und der erste Trainer. Und wir haben 15 Minuten erreicht. Psychokinese. Bam. Und tschüss. Und ein Gold King. Und eine Psychokinese. Und bam. Und noch eine Psychokinese. Bam. Und Game Over. Und tschüss, Mann. Und noch ein Trainer. Hey, die stehen alle rein und Glied. Eine Trainerin, Entschuldigung. Super Verteidigung, schlechte Spezialverteidigung. Ah, und ich merke gerade, dass mein Fuß eingeschlafen ist. Ah. Mann, geh sterben. So, tschüss. Vogel-Pokémon. Da hätte ich jetzt besser Irina gegen einsetzen können. Ein bisschen EP zu sparen. Ibitak, Psychokin. Ah, ich hätte Eisstrahl einsetzen können. Mann. Eisstrahl, weg. Und noch ein Ibitak. Und wir setzen Irina ein. Irina stampft dieses Vieh in Grund und Boden. Bam. Und tschüss. Und ein Tauboga. Und Stampfer. Und noch ein Stampfer. Und tschüss. So muss das aussehen. Ach, jetzt sind wir zu weit. Anketrine macht Surfer, bitte. So, Trainerin. Ha, ich hab sogar recht gehabt. Psychokinese. Bam. Tschüss. Rechte 44. Sepa, wir bleiben drin. Und Psychokinese. Bam. Und ein Europe. Und wir wechseln, da wir keine Psychokinese mehr haben. Ach, setzen wir jetzt einfach mal Irina ein. Stampfer. Stampfer. Ich könnte jetzt natürlich richtig Pech haben, dass Irina drauf geht, ne? Aber ich will es jetzt einfach versuchen. Ah, no risk, no fun. Und wenn ich nicht den Mut habe, wer denn sonst? Erste Trainerin. Ein Goldini. Stampfer. Stampfer. Tschüss. Ein Goldking. Stampfer. 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 Jawohl. Das war's mit diesem blöden Vieh. Oh, Irina könnte aber auch mal eine neue Attacke lernen, ne? So, das war's schon. Leute, das waren alle Trainer. Beim nächsten Mal werden wir nach Safronia City gehen. Werden da die Arena machen. Und Sabrina richtig schön den Hintern versohlen. Wenn wir schaffen, gehen wir da noch ins Elektrostromwerk und so und fangen uns da noch ein Pokémon. Und wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir auch noch die Seeschauminsel. Dann werden wir Zapdos und Arctos. Ja, fangen werden wir sie nicht können, weil vorher zu viele Pokémon kommen und ich werde nicht mit Topschutz da durchrennen. Aber wir können immerhin gegen die Legendären antreten. Also Leute, schaut wieder... haust rein, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Pokémon Gelbe Edition im Zeichen der Nuzlocke Challenge. Schalte wieder rein. Viel Spaß noch heute und bis morgen. Tschüss.